Wenn du nicht die ganze Zeit auf meine Waden gaffst, dann kannst du ja sehen, was ich mache. Ich weiß, wer das Haus meines Vaters. Weil morgen St. Georgstag ist, falls du das vergessen hast. Und was macht ihr Soldat? Ihr lungert in allen Gassen herum. Und schielt uns in die Bluse, wenn eine sich bückt. Ich bin verlobt. Vom Ring sehe ich aber nichts. Ich bin verlobt. Und überhaupt, dich mag ich nicht. Wo ist mein Stock? Hier, Herr Prader. Eine Plage, diese ewigen Trinkgelder. Kaum hat man den Geldbeutel eingesteckt. Urlaub. Und? Was willst du wissen? Wer dein Bräutigam sein soll. Alle weißeln sie das Haus ihrer Väter, weil morgen St. Georgstag ist. Der Kohlensack, der rennt in allen Gassen herum, weil morgen St. Georgstag ist. Weißelt, ihr Jungfrau, das Haus eurer Väter. Auf das wir ein weißes Andorra haben, ihr Jungfrauen. Ein schneeweißes Andorra. Der Kohlensack, wer ist denn das? Also, du magst mich nicht. So gefällt es mir aber, Pablin. So gefällt es mir. Wir werden ein weißes Andorra haben. Ein schneeweißes Andorra. Wenn nur kein Platzregen kommt über Nacht. Wenn nur kein Platzregen kommt über Nacht, nämlich seine Kirche, ist auch nur aus Erde gemacht und die Erde ist rot. Und wenn es regnet, dann saut es ihm jedes Mal die Tünchen herab, als ob man eine Sau darauf geschlachtet hätte. Wenn nur kein Platzregen kommt, über Nacht. Was hat denn der hier zu suchen? Ist es wahr, Hochwürden, was die Leute sagen? Dass sie uns überfallen, die Schwarzen da drüben, weil sie neidisch sind auf unsere weißen Häuser? Eines Morgens werden sie kommen, mit 1000 schwarzen Panzern, die kreuz und quer über unsere Äcker rollen und mit Fallschirmen wie Heuschrecken vom Himmel. Wer sagt das denn? Prider, der Soldat. Ist dein Vater nicht zu Hause? Nein. Warum trinkt er denn so viel in letzter Zeit? Und dann beschimpft er alle Welt.
Er sagt, wir sind nicht besser als die Schwarzen da drüben. Warum sagt er denn das die ganze Zeit? Leute nehmen es ihm übel. Das wundert mich nicht. Ein Lehrer dürfte nicht so reden. Warum glaubt er denn jedes Gerücht, das in die Pinte kommt? Kein Mensch verfolgt euren Andri. Noch hat man euren Andri kein Haar gekrümmt. Du bist kein Kind mehr. Du arbeitest wie ein erwachsenes Mädchen. Ich bin 19. Und bist noch nicht verlobt? Ich hoffe, dieser Peider hat kein Glück bei dir. Nein. Er hat schmutzige Augen. Warum sollten die uns überfallen? Andorra ist ein friedliches Land, ein frommes Land. So wir Gott fürchten, und das tun wir. Wir sehen uns morgen, Bablin. Sag deinem Vater, dann Georg möchte ihn nicht betrunken sehen. Und wenn sie trotzdem kommen, Hochwürden? Sie sagen, wenn einmal die Schwarzen kommen, dann wird jeder, der Jud ist, auf der Stelle geholt. Man bindet ihn an einen Pfahl, sagen sie. Man schießt ihn ins Genick, ist das wahr? Oder ist das ein Gerücht? Und wenn einer eine Braut hat, sagen sie, die wird geschoren wie ein räudiger Hund. Was hältst du denn für Reden? Was? Guten Abend. Guten Abend. Ein schöner Abend heute. Aber schwül. Ja. Es liegt etwas in der Luft. Was meinen Sie damit? Oh, ein Gewitter. Dabei sehe ich keine Wolke am Himmel. Aber man spürt's. So eine heiße Stille. Die Mücken spüren es auch. So eine trockene und faule Stille. Es liegt ein Gewitter in der Luft. Dem Land hält es gut. Seine trockene und faule Stille. Es liegt ein Gewitter in der Luft. Dem Land hält es gut. Seine trockene und faule Stille. Nämlich. Es handelt sich um meinen Sohn. Um meinen Pflegesohn, meine ich. Ich sagte 50. Wieso will er überhaupt Tischler werden? Tischler werden ist nicht einfach. Besonders, wenn man es nicht im Blut hat. Und woher soll er es im Blut haben? Ich meine ja bloß. Woher kommt dieser Pfahl? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich spreche von einem Pfahl. Ich sehe keinen Pfahl. Hier. Der war gestern noch nicht. Es ist nicht zum Lachen, Prader. Sie wissen genau, was ich meine. Sie sehen Gespenster. Wozu ist dieser Pfahl? Ich bin nicht betrunken. Ich sehe, was ist. Und ich sage, was ich sehe. Und ihr alle seht es auch. Ich muss gehen. Ich sagte 15. Prader, das ist Wucher. 50 für eine Tischlerlehre. Dann eben nicht. Das ist ein Witz, das wissen Sie genau. Ich bin Lehrer, ich habe mein schlichtes Gehalt. Ich sagte 50. Ich habe kein Vermögen wie Tischlermeister. Ich hab keine 50, sag sie nicht! Prada. Wenn's einer nicht im Blut hat. Sie werden sich wundern, wenn ich die Wahrheit sage. Ich werde dieses Volk vor seinen Spiegel zwingen. Sein Lachen wird ihm gefrieren. Was habt ihr gehabt? Wir brauchen Korn. Ärger? 50 für eine Tischlerlehre. Ich hab's gehört. Natürlich ist es Wucher. Die Andorraner sind gemütliche Leute. Aber wenn es ums Geld geht, das habe ich immer gesagt,
Dann sind Sie wieder gut. Woher wisst ihr alle, wie der gut ist? Der kam. Woher eigentlich? Ja, ich hab nichts gegen deinen André. Wofür hältst du mich? Sonst hätte ich ihn wohl nicht als Küchenjungen genommen. André ist eine Ausnahme. Eine regelrechte Ausnahme. Er hat diesen Pfahl hier aufgestellt. Wo? Ich bin nicht immer betrunken, wie Hochwürden meinen. Ein Pfahl ist ein Pfahl. Jemand hat ihn aufgestellt. Von gestern auf heute. Das wächst nicht aus dem Boden. Ich weiß es nicht. Ich sehe keine Gespenster. Ich bin nicht verrückt. Ich sehe einen Pfahl, der sich eignet für allerlei. Was ist dabei? Zigwiller? Ich werde sie beschaffen. Aber wie? Irgendwie. Land verkaufen. Irgendwie. Wie groß ist dein Land? Wieso? Ich kaufe Land, jederzeit. Wenn es nicht so teuer ist. Ich meine, wenn du Geld brauchst unbedingt. Überleg es dir in aller Ruhe, Kahn. Aber mehr als 50 kann ich nicht geben. Vater. Vater, du hast versprochen, nichts zu trinken. Am St. Georgstag. Du hast versprochen. Wieso bist du nicht bei der Prozession? Zweck. Wenn ein Mädchen nicht will, dann will es nicht. Jetzt denk doch an das Ansehen der Armee. Nacht, beider. Das sind alles Hosenscheißer. Alles Hosenscheißer. Sind Sie überhaupt nicht wert, dass ich für Sie kämpfe? Nein! Aber ich kämpfe. Bis zum letzten Mann. Das steht fest. Lieber tot als untertan. Das steht fest.
Grüß dich. Wer? Deine Schwester. Ich hab keine Schwester. Wo ist die Barblin? Wieso? Ich hab Urlaub. Und ein Auge auf sie. Ich bin Soldat, das steht fest. Und du bist Jud. Oder bist du vielleicht kein Jud? Aber du hast Glück, Jud. Nämlich, du kannst dich beliebt machen. Du stinkst ja nach Schnaps. Was sagst du? Nichts. Ich stinke. Auf 7 Schritte gegen den Wind. Pass auf, was du sagst. Ich riech nicht. Es ist nicht zum Lachen, wenn einer ein Jud ist. Es ist nicht zum Lachen, du. Nämlich ein Jud, der muss sich beliebt machen. Weißt du, was das ist? Geld. Das ist mein Lohn. Ich werde Tischler. Pfui Teufel. Was? Ich sage Pfui Teufel. Wieso? So ein Jud, der denkt immer nur ans Geld. Und für deinesgleichen sollen wir kämpfen, hm? Weißt du, was das heißt? Ein Bataillon gegen 12 Bataillone. Das ist ausgerechnet. Lieber tot als untertan. Das steht fest, aber nicht für dich. Was steht fest? Ein Andorraner ist nicht feige. Man wird ein blaues Wunder erleben. Wer wird ein blaues Wunder erleben? Wir haben Angst, sagt er, weil er selber Angst hat. Wir kämpfen nicht, sagt er. Wir ziehen den Schwanz ein. Wir scheißen uns in die Hose, dass es zu den Stiefeln wieder hervorkommt. Das mag er zu sagen, mir ins Gesicht. Der Armee ins Gesicht! Ich hab kein Wort gesagt. Ein Andorraner hat keine Angst! Ja, das hattest du schon. Aber du hast Angst, weil du feig bist. Wieso bin ich feig? Weil du Jud bist. So. Und jetzt geh ich. Barblin ist meine Braut. Wenn einer eine Liebe hat und einer ist Soldat, Soldat, das ist Soldatenleben, das ist Soldatenleben. Und auf dem Bock und ab den Rock. Und mit dem Mund, das ist der Rock. Ich bin nicht feig. André. Schläfst du? Nein. Warum gibst du mir keinen Kuss? Ob's weißt, was die anderen sagen? Oh, fang jetzt nicht wieder davon an. Vielleicht haben sie recht. Du hast mich ganz zerzaust. Meinesgleichen sagen, sie hat kein Gefühl. Jetzt schau dir meine Bluse an. Soll ich sie ausziehen?
André. Meinesgleichen ist geil, aber ohne Gemüt, weißt du? Ich liebe dein Haar, Bablin. Dein warmes, sanftes, bitteres Haar. Ich werde sterben, wenn ich es verliere. Küss mich. Ich muss dir dankbar sein. Ich weiß nicht, wovon du redest. Von deinem Vater. Er hat mich gerettet. Er fände es sehr undankbar, wenn ich seine Tochter verführte. Ich lache. Aber es ist nicht zum Lachen, wenn man den Menschen immerfort dankbar sein muss, dass man lebt. Bablin, bist du ganz sicher, dass du mich willst? Warum fragst du das immer? Weil die anderen sind lustiger. Ach, die anderen. Na, vielleicht haben sie recht. Vielleicht bin ich feig. Sonst wäre ich längst zu deinem Vater hingegangen und hätte gesagt, dass wir verlobt sind. Findest du mich feig? André, ich gehe nicht mehr aus dem Haus, damit sie mich in Ruhe lassen. Ich denke an dich den ganzen Tag, wenn du bei der Arbeit bist. Und jetzt bist du da. Und wir sind allein. Ich will, dass du an mich denkst, hörst du? Und nicht an die anderen. Nur an mich. Und an uns. Und jetzt will ich einen Kuss. Viele, 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 viele Küsse. Ich denke nicht an die anderen, André. Glaub mir, ich denke nicht an sie. Aber ich... Ach, du miteinander, die ganze Zeit. Ich weiß nicht, warum ich anders bin. Sag es mir, ich sehe es nicht. Lass uns schlafen. Ich langweile dich. Soll ich die Kerze löschen? Nein. Du kannst schlafen. Ich weck dich um 7. Kein Aberglaube, das gibt's. Menschen, die verflucht sind. Man kann mit ihnen machen, was man will. Ihr Blick genügt. Plötzlich bist du so, wie sie sagen. Das ist das Böse. Jeder hat es in sich. Keiner will es haben. Es liegt in der Luft. Aber da kann es nicht lange bleiben. Es muss in einen Menschen hinein, damit sie es eines Tages packen und töten können. Kennst du einen Soldaten namens Spider? Der hat ein Auge auf dich. Der. Ich dachte, du schläfst schon. Ich habe auch schon linksaußen gespielt, wenn kein anderer wollte. Hast du Zigaretten? So, gib schon. Mich bellt er nicht an. Sonst erschrickt er nämlich über sein Echo. Ja, oder hast du je gehört, dass der mich anbellt?
Hast du Fußballschuhe? Nein. Brauchst du aber. Was kosten die denn? Ich hab ein altes Paar. Ich verkauf sie dir. Brauchst auch ein Jersey, eine Hose und Stutzen. Rechts bin ich stärker. Aber wenn ihr unbedingt einen Linksaußen braucht, also einen Eckball, dann bring ich schon herein. Das ist toll, wenn es klappt. Warum soll es denn nicht klappen? Das ist toll. Ich bin der Captain und du bist mein Freund. Das ist toll, Fedri. Dass du mein Freund bist? Dein erster Stuhl? Wie findest du ihn? Die sind nicht zum Ausreißen. So macht das nämlich. Habt ihr Ferien? Du hast Glück. So Glück? Hier, der rechte Stuhl ist verzapft. Nur was geleimt ist, geht aus dem Leim. Wer hat denn hier geraucht? Ich rieche es doch. Wenn du wenigstens den Schneider... Heute ist Samstag. Was hat denn das damit zu tun? Wegen meiner Tischlerprobe. Sie haben gesagt, am letzten Samstag in diesem Monat. Hier ist mein erster Stuhl. Nicht dieser Meister, der hier. Tischler werden ist nicht einfach. Besonders, wenn man es nicht im Blut hat, nicht einfach. Und woher sollst du es im Blut haben? Aber das habe ich deinem Vater gleich gesagt. Warum gehst du eigentlich nicht in den Verkauf? Wer nicht aufgewachsen ist mit dem Holz, ich meine hier mit unserem Holz, hierzulande wird in andorranischer Eiche gearbeitet, mein Junge. Das ist Buche. Du willst mich doch nicht belehren. Ich denke, sie wollen mich prüfen. Meister, das ist nicht mein Stuhl. Da! Das habe ich gesagt. Wie die Froschbeine, wie die Froschbeine. Und so ein Humbug soll in den Verkauf? Ein Stuhl von Prada, weißt du, was das heißt? Und was ist das da? Hier, das ist ein Stuhl. 80 Kilo habe ich am Leib. Aber was ein echter Stuhl ist, der ächzt nicht, der wackelt nicht. Ächzt das? Nein. Wackelt das? Nein. Also. Das ist meiner. Und wer soll den Humbug gemacht haben? Ich habe es Ihnen aber gleich gesagt. Fedri! Fedri! Fedri, wie lange arbeitest du bei Prada und Sohn? 5 Jahre. Welchen Stuhl hast du gemacht? Diesen? Oder diesen? Sieh sie dir genau an und dann antworte. Antworte frank und frei. Hast du verzapft, ja oder nein? Da! Jeder rechte Stuhl ist verzapft. Da hörst du es. Und nur was Geleimtes geht aus dem Leim. Du kannst gehen. In die Werkstatt, meine ich. Lass dir das eine Lehre sein. Das ist eine Gemeinheit! Ich nehme es nicht zurück. Ich sage es Ihnen. Sie lügen. Sie lügen. Sie sind hundsgemein. Sie sitzen auf meinem Stuhl und zünden sich Ihre Pfeife an. Was habe ich Ihnen getan? Sie wollen nicht, dass ich taube. Warum seid ihr alle stärker als die Wahrheit? Sie wissen ganz genau, was wahr ist. Sie sitzen drauf. Erstens ist das hier keine Klagemauer. Und zweitens habe ich kein Wort davon gesagt, dass ich dich deshalb entlasse. Kein Wort. Ich habe eine andere Arbeit für dich. Zieh deinen Kittel aus und ich zeige dir, wie man Bestellungen schreibt. Hör zu, wenn dein Meister mit dir spricht. Für jede Bestellung, die du hereinbringst, verdienst du ein halbes Pfund. Sagen wir 1 Pfund für 3 Bestellungen. 1 ganzes Pfund. Das ist's, was deinesgleichen im Blut hat. Und glaube mir, André, jeder Mensch soll tun, was er im Blut hat. Du kannst Geld verdienen. Geld. Viel Geld. Abgemacht? Ich mein's gut mit dir.
Tischler werden. Ankara. Lauter, mein Freund, viel lauter. Ankara. Habt ihr einen längeren Löffel? Wie alt bist du? 20. Und was ist dein Beruf? Ich wollte Tischler werden. Zeig deine Augen. Was ist das? Ein Virus. Ich habe deinen Vater gekannt vor 20 Jahren. Ich wusste gar nicht, dass er einen Sohn hat. Der Eber, so nannten wir ihn. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Er hat von sich reden gemacht damals. Ein junger Lehrer, der die Schulbücher zerreißt. Der wollte andere haben. Und als er dann keine anderen bekam, da hat er die anduranischen Kinder gelehrt, mit einem schönen Rotstift Seite um Seite anzustreichen, was in den anduranischen Schulbüchern nicht wahr ist. Und sie konnten es ihm nicht widerlegen. Ein Teufelskerl. Euer Sohn gefällt mir. Tischler ist ein schöner Beruf. Ein anduranischer Beruf. Nirgends in der Welt gibt es bessere Tischler als in Andorra. Andorra! Andorra! Nochmal. Andorra! Ist es schlimm, Doktor? Was, Doktor? Ich heiße Ferrer. Professor, genau genommen. Aber ich gebe nichts auf Titel, liebe Frau. Ich hätte Titel haben können. Noch und noch Husten. Andorra ist eine Hustenrepublik. Das habe ich Ihnen in der ganzen Welt gesagt, Husten. Bei uns gibt ein jeder, was er isst, Husten. Warum? Meinen Sie, Husten, bin ich zurückgekommen, Husten, nach all den Jahren? Liebe Frau, wenn einer in der Welt herumgekommen ist wie ich, dann weiß er, was das heißt. Heimat, hier ist mein Platz, Titel hin oder her, hier bin ich verwurzelt. Andorra ist ein kleines, aber freies Land. Wo gibt es das noch? Mund auf, mein Freund. Mund auf! Andorra! So ist's gut, so muss es tönen, mein Junge, dass ein jeder Jud in den Boden versinkt, wenn er den Namen unseres Vaterlandes hört. Also tragisch ist es nicht, ein bisschen entzündet. Eine Pille vor jeder Mahlzeit. Wo habe ich sie denn nur? Das Schlimme am Jud ist sein Ehrgeiz. In allen Ländern der Welt hocken sie auf allen Lehrstühlen. Und unsereins bleibt nichts anderes übrig als die Heimat. Dabei habe ich nichts gegen den Jud. Ich bin nicht für Greuel. Auch ich habe Juden gerettet, obwohl ich sie nicht riechen kann. Und was ist der Dank? Sie sind nicht zu ändern. Sie hocken auf allen Lehrstühlen der Welt. Sie sind nicht zu ändern. Hier, deine Pillen. Wo ist er denn? Das hätten Sie nicht sagen sollen, Professor. Was denn? Das mit dem Jud. Ja, warum denn nicht? André ist Jud. Was ist los? Nichts, reg dich nicht auf, gar nichts. Das habe ich ja nicht wissen können. Was? Wieso ist denn euer Sohn ein Jud? Ich habe zu arbeiten. André ist unser Pflegesohn. Guten Abend. Ich gehe ja schon. Guten Abend. Was ist wieder geschehen? Reg dich nicht auf. Wie kommt diese Existenz in mein Haus? Es ist der neue Amtsarzt. Er soll die Pillen trotzdem nehmen. Bitte um Entschuldigung. Was habe ich denn gesagt? Bloß, weil ich gesagt habe, im Scherz natürlich, aber das ist es ja, Sie verstehen keinen Scherz. Bloß, weil ich gesagt habe, ich kenne den Jud. Die Wahrheit wird man wohl in Andorra noch sagen dürfen. Wo habe ich meinen Hut? Dort ist Ihr Hut! Das verzeiht er dir nie. Du verkrachst dich mit aller Welt. Das macht es dem anderen nicht leichter. Er soll kommen. André? André? Er hat uns gerade noch gefehlt. Er und Amtsarzt.
Ich weiß nicht, die Welt hat einen Hang, immer gerade die mieseste Wendung zu nehmen. Ein für allemal, André. Kümmere dich nicht um ihr Geschwätz. Ich werde kein Unrecht dulden, das weißt du. Ja, Vater. Wenn dieser Herr noch einmal sein dummes Maul auftut, dieser Akademiker, dieser Verkrachte, dann fliegt er selbst die Treppe hinunter, und zwar persönlich, nicht nur sein Hut! Pablin? Ich kann's nicht leiden, wenn du dastehst wie ein Messknabe, der gestohlen hat. Oder was weiß ich. So artig, weil du dich vor mir fürchtest? Manchmal platzt mir der Kragen, ich weiß, ich bin ungerecht. Ich hab's nicht gezählt und verbucht, was mir als Erzieher unterlaufen ist. Hat Mutter dich herzlos behandelt? Was hältst du denn für Reden? Man könnte meinen, du redest vor einem Publikum. Ich spreche mit André. Also? Von Mann zu Mann. Man kann essen. Ich will das Wort Jud nicht mehr hören. Die wissen ja nicht, was sie reden. Und ich will nicht, dass du am Ende noch glaubst, was sie reden. Denke dir, es ist nichts dran. Ein für alle Mal. Verstanden? Ein für alle Mal. Bist du fertig? Es ist doch nichts dran. Dann schneid uns das Brot. Ich wollte etwas anderes fragen, aber vielleicht wisst ihr es schon. Ist nichts passiert, ihr braucht nicht immer gleich zu erschrecken. Ich weiß nicht, wie man so etwas sagt, also die Bablin ist jetzt 19 und ich werde 21 und... Ja, ja und? Wir wollen heiraten. Ja, ich wollte es tun, wenn ich meine Tischlerprobe bestanden habe. Aber daraus wird ja jetzt nichts. Wir wollen uns verloben, damit die anderen es wissen und der Bablin nicht überall nachlaufen. Heiraten. Ich bitte dich, Vater, um die Hand deiner Tochter. Ich hab das kommen sehen, Karl. Sie lieben einander. Schweig. Es ist aber so, Vater, wir lieben einander. Seit wir Kinder sind, reden wir vom Heiraten. In der Schule schämten wir uns, weil alle uns auslachten. Das geht ja nicht, weil wir Bruder und Schwester sind. Du, Mutter, du hast uns getröstet und gesagt, dass wir gar nicht Bruder und Schwester sind. Und diese Geschichte, wie Vater mich gerettet hat über die Grenze, weil ich Jud bin. Und da war ich so froh. Und ich erzählte es ihnen in der Schule und überall. Seither schlafen wir nicht mehr in der gleichen Kammer. Wir sind ja keine Kinder mehr. Es geht nicht, André. Wieso nicht? Weil es nicht geht! Schrei nicht! Nein, 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 nein! Es ist das erste Nein, das ich dir sagen muss, André. Nein. Dann bringe ich mich um. Red keinen Unsinn. Oder ich gehe zu den Soldaten. Dann wird Gott dich strafen. Sulla! Ich verstehe dich nicht, Khan. Ich verstehe dich nicht. Bist du eifersüchtig? Bablin ist 19 und einer wird kommen. Warum nicht André, wo wir ihn kennen? Das ist der Lauf der Welt. Bablin ist ein Kind. Das sagen alle Väter. Ein Kind für dich, Khan, aber nicht für den André. Ich bin 19 Jahre. Warum sagst du nein? Weil ich Jud bin? André. Ist es das? Jud. Sag's doch. Jud. Das ist es doch, oder? Jedes dritte Wort. Jud. Kein Jud. Tag vergeht, jedes zweite Jud. Wort. Jud. Kein Tag ohne Jud, keine Nacht ohne Jud. Jud.
Kein Witz ohne Jud, kein Geschäft ohne Jud, Jud! Die Kinder spielen Jud, 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 Jud! Gibt's denn keine anderen Gründe mehr? Wohin? Wo ich meine Ruhe hab. Pablin, schläfst du? Ich hab geschlafen. Wie spät mag es sein? 4 Uhr? Ist wie Milch. Wie blaue Milch. Warum riegelst du die Tür? Soll er doch heraufkommen, dein Alter. Ich geb's nicht auf. Ich bleibe hier auf deiner Schwelle sitzen. Jede Nacht. Und wenn er sich darüber zu Tode säuft. Jede Nacht. Nicht länger herum wie ein bettelnder Hund. Ich hasse. Ich weine nicht mehr. Ich lache. Je gemeiner sie gegen mich sind, umso wohler fühle ich mich in meinem Hass. Aber eines Tages, da werde ich es ihnen zeigen. Hasse ihr Land. Ihre Gesichter alle. Ich liebe einen einzigen Menschen. Und das ist genug. Ich habe heute 1,5 Pfund verdient, Pablin. 1,5 Pfund. An einem einzigen Tag. Ich spare jetzt. Ich gehe nicht mehr an die Musikbox. Ich habe jetzt 41 Pfund. Wir werden heiraten. Glaub mir, Pablin. Es gibt eine andere Welt, wo keiner uns kennt. Und dahin werden wir fahren. Da kann dein Alter hier schreien, so viel er will. Es ist gut, dass du geriegelt hast. André. Mein Sohn! Bin ich dein Sohn? Ich bin gekommen, André, um dir die Wahrheit zu sagen, bevor es wieder morgen ist. Du hast getrunken. Deinetwegen, André. Deinetwegen. Mein Sohn. Sag nicht immer mein Sohn, wenn du blau bist. Damit habe ich nicht gerechnet. Womit? Dass du nicht mein Sohn sein willst. Verdank dir mein Leben, ich weiß. Wenn du Wert darauf legst, kann ich dir einmal am Tag sagen. Ich verdank dir mein Leben. Sogar zweimal am Tag. Einmal am Morgen und einmal am Abend. Ich verdank dir mein Leben, ich verdank dir mein Leben. Ich habe getrunken, André, die ganze Nacht, um dir die Wahrheit zu sagen. Ich
Ich habe zu viel getrunken. Das scheint mir auch. Du verdankst mir dein Leben! Ich verdanke es. Du willst mich nicht verstehen. Du verachtest mich. Ich habe dich verehrt. Aber nicht, weil du mein Leben gerettet hast. Sondern weil ich glaubte, du bist nicht wie alle anderen. Du hast nicht ihre Gedanken. Du hast Mut. Ich denke nicht ihre Gedanken, André. Ich habe ihre Schulbücher zerrissen. Ich wollte andere haben. Weißt du, was ich getan habe? Ob du weißt, was ich getan habe? Du hast ihre Schulbücher zerrissen. Ich habe gelogen! Morgen muss ich um 7 im Laden sein. Ich muss Tische verkaufen, Stühle verkaufen, Schränke verkaufen. Ich muss reich werden. Wieso musst du reich werden? Weil ich Jud bin. Mein Sohn. Mein Sohn! Fass mich nicht immer an, du ekelst mich! Heul nicht. Geh pissen. Heul nicht den Schnaps aus den Augen. Wenn du ihn nicht halten kannst, geh! Ich wollte ihn nicht kränken. Er weiß nicht mehr, was er redet. Und dann sieht er aus wie einer, der weint. Schlaf gut. Verschwinde. Verschwinde, oder ich mach dich zur Sau. André! Wir wollen sprechen miteinander. Deine Pflegemutter wünscht es. Sie macht sich große Sorgen um dich. Komm, setz dich. Wovon, Hochwürden, sollen wir sprechen? Ich will dir etwas sagen, André. Ich bin vorlaut, ich weiß. Ich verstehe deine Not. Aber du sollst wissen, dass wir dich gern haben. So wie du bist. Hat dein Pflegevater denn nicht alles für dich getan? Ich höre, er hat Land verkauft, damit du Tischler wirst. Ich werde aber nicht Tischler. Wieso nicht? Einesgleichen denkt immer nur ans Geld, heißt es. Und darum gehöre ich nicht in die Werkstatt, sagt der Tischler, sondern in den Verkauf. Ich werde jetzt Verkäufer hochwürden. Niemand mag mich. Der Wirt sagt, ich bin vorlaut,
Der Doktor sagt, ich bin ehrgeizig, meinesgleichen hat kein Gemüt, Peider sagt, ich bin feig. Was kümmerst du dich um diesen Peider? Ja, man soll nicht immer an sich denken, ich weiß, aber ich kann nicht anders. Immer muss ich denken, ob es wahr ist, was die anderen sagen, dass ich nicht bin wie sie. Nicht fröhlich, nicht gemütlich, nicht einfach so. Ich verstehe schon, dass keiner mich mag. Ich mag mich selbst nicht, wenn ich an mich denke. Jetzt hör mich doch einmal an. Was will man von mir? Warum bist du denn so misstrauisch? Alle legen sie ihre Hände auf meine Schulter. Weißt du, was du bist, André? Ein Prachtkerl. Ja, in deiner Art ein Prachtkerl. Ich habe dich beobachtet. Beobachtet? Freilich. Warum beobachtet ihr mich alle? Du gefällst mir, André. Mehr als alle anderen. Gerade weil du anders bist als alle. Warum schüttelst du den Kopf? Du bist doch gescheiter als sie. Das gefällt mir an dir und ich bin froh, dass du gekommen bist und dass ich dir das endlich einmal sagen kann. Das ist nicht wahr. Was ist nicht wahr? Ich bin nicht anders! Ich will nicht anders sein! Und wenn er dreimal so stark ist, dieser Peider, ich hau ihn zusammen! Vor allen Leuten auf dem Platz, das habe ich mir geschworen. Deine Pflegemutter war hier mehr als 4 Stunden. Die gute Frau ist unglücklich. Du kommst nicht mehr zu Tisch, sagt sie, und du bist verstockt. Du glaubst nicht, dass man nur dein Bestes will. Hochwürden, wenn mein Pflegevater mein Bestes will, warum will er mir denn alles geben, aber nicht seine Tochter? Das ist doch sein väterliches Recht. Warum denn nicht? Warum? Weil ich Jud bin. Kannst du denn an nichts anderes mehr denken in deinem Kopf? Ich habe dir gesagt, als Christ, André, dass ich dich liebe. Aber eine Unart, das muss ich dir leider schon sagen, habt ihr alle. Was immer euch widerfährt in diesem Leben, alles und jedes bezieht ihr immer nur darauf, dass ihr Jud seid. Ihr macht es einem wirklich nicht leicht mit eurer Überempfindlichkeit. Du weinst ja. Ablich. Ablich. Sie kann mich nicht lieben. Niemand kann es. Ich selbst kann mich nicht lieben. Wie sollen die anderen uns lieben können, wenn wir uns selbst nicht lieben? Unser Herr sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er sagt, wie dich selbst. Wir müssen uns selbst annehmen, André. Und das ist es, was du nicht tust, André. Warum willst du sein wie die anderen? Du bist gescheiter als sie. Jawohl, du bist wacher. Warum willst du das nicht wahrhaben? Es ist ein Funke in dir. Kann ich jetzt gehen? Kein Mensch kann aus seiner Haut heraus. Kein Jud und kein Christ. Niemand. Gott will, dass wir so sind, wie er uns geschaffen hat. Du bist nun einmal anders als wir, André. Hörst du? Ich sage dir, du bist nicht feig. Aber wenn du so sein willst wie die Andorraner alle, dann bist du feig. Kann ich jetzt gehen? Hast du mich verstanden, André?
Wer kämpft bis zum letzten Mann? Ich. In der Bibel heißt es, die Letzten werden die Ersten sein. Oder umgekehrt, ich weiß nicht. Die Ersten werden die Letzten sein. Was wollen Sie damit sagen? Ich frage ja bloß. Bis zum letzten Mann, das ist auch da. Das ist auch da. Lieber tot als Untertan. Lieber tot als Untertan. Wieso kann Andorra nicht überfallen werden? Die Lage ist gespannt, ich weiß. Ach, gespannt wie nie. Das ist sie schon seit Jahren. Wozu haben die Truppen an der Grenze? Fassen wir einmal die Tatsache ins Auge. Ach du meine Güte. Fassen wir einmal die Tatsache ins Auge. Fragen wir uns, was kann einem Land wie Andorra widerfahren? Das stimmt. Einmal ganz sachlich. Das stimmt. Was? Was stimmt? Kein Volk ist so beliebt wie wir. Schon, nur beliebt. Beliebt ist gar kein Ausdruck. Ich habe Leute getroffen, die keine Ahnung haben, wo Andorra liegt. Aber Andorra ist ein Begriff. Ist ein Begriff. Geradezu ein Inbegriff. Ein Inbegriff. Falls Sie begreifen, was das heißt. Ich sage, Sie werden es nicht wagen. Wieso nicht? Hä? Wieso denn nicht? Weil wir ein Inbegriff so sind. Aber Sie haben die Übermacht. Weil wir so beliebt sind. Statt dass du das Gepäck hinaufträgst, du Idiot! Da ist eine Signora angekommen und fragt, ob es ein anständiges Zimmer gibt in Andorra. Hätte ich vielleicht sagen sollen, dass es kein anständiges Zimmer ist. Eine von drüben? Pfui Teufel. Ja, was will die denn hier? Eine Spitzelin. Und der bewertet sie. Spitzelin ist gut. Was soll sie denn sonst sein? L. Was L? L. Spitze. Sachte, Herr Peiter, ja? Auch wenn die Lage gespannt ist, es sich um eine weibliche Person handelt. Also ich frag mich wirklich, was die hier sucht. Bitte. Stampft ihr doch das Zeug zusammen. Was soll das denn noch? Ich bin kein Verräter. Ich bin Wirt. Ich wäre der Erste, der einen Stein wirft, jawohl. Aber noch gibt's ein Gastrecht in Andorra. Ein Wirt kann nicht Nein sagen. Und wenn die Lage noch so gespannt ist. Und wenn sie Moos hat. Lass ihr Gepäck in Ruhe. Spitzelin ist gut. Wer sind Sie eigentlich? Ein fröhlicher Charakter. Ihr Humor ist hier fehl am Platz. Halt! Oh, ein Unsinn! Darauf waschen Sie doch bloß. Belästigung von Reisenden in Andorra. Gottes Willen! Damit Sie einen Vorwand haben gegen uns. Wir liefern Ihnen keinen Vorwand. Spitzel hin oder her. Gott sei Dank, dass es niemand gesehen hat. Ist dir was vorgefallen? Kann ich etwas trinken? Mit Vergnügen, Signora. Was trinkt man in Andorra? Signora, wir haben alles. Am liebsten möchte ich ein Glas frisches Wasser. Mir einen Korn. Mir auch. Spitzelin ist gut. Sehr gut. Mit Vergnügen, Signora. Spitzelin ist gut. Gibt es keine Frauen in Andorra? Du kennst einen Lehrer namens Karl. Bring ihm diesen Zettel. Danke. Geht's deiner Braut? Hm?
soll das, hä? Komm, 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 komm. Gehen wir. Petri, warum hast du mich verraten? Wie er stottert. Gehen wir. Jetzt mach mich zur Sau. Pass bloß auf, du! Also ich will deine Dinge in Arrest! Ja, was will er denn bloß? Komm, 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 komm. Gehen wir. Nein! 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 Schluss, Schluss! Schluss! Gehen Sie weg! Gehen Sie weg! Sie haben uns aber gerade noch gefehlt. Uns hier lächerlich machen. Vor einer Fremden. Wer bist du? Wie heißt du? Was ist denn geschehen? Kommen Sie her. Nein. Wie heißt du? Wollen Sie keinen Arzt holen? Das ist bei uns nicht üblich. Wie heißt du? André. André. Führ mich zu deinem Vater. André. Warte. Ja. Vater nicht wünscht, dass ich es dir sage, André, weswegen ich gekommen bin, ziehe ich jetzt meine Handschuhe an und gehe. Signora, ich verstehe kein Wort. Bald wirst du alles verstehen. Weißt du, dass du schön bist? Sie haben dich beschimpft und misshandelt, André. Aber das wird ein Ende nehmen. Die Wahrheit wird sie richten. Und du, André, bist der Einzige hier, der die Wahrheit nicht zu fürchten braucht. Welche Wahrheit? Ich bin froh, dass ich dich gesehen habe. Sie verlassen uns, Signora? Dein Vater bittet darum. Wenn Sie sagen, kein Land sei besser und kein Land sei schlechter als Andorra, warum bleiben Sie nicht hier? Möchtest du das? Ich muss. Ich bin eine von drüben. Eine Schwarze, so nennen sie uns hier, ich weiß. Ich sollte jetzt gehen. Als ich in deinem Alter war, man trifft sich, man liebt, man trennt sich. Als ich in deinem Alter war, mein Vater, ein Offizier, war gefallen im Krieg. Ich weiß, wie er dachte, und ich wollte nicht denken wie er. Wir wollten eine andere Welt. Was man uns lehrte, war mörderisch, das wussten wir. Und wir verachteten die Welt, wie sie ist, und wollten eine andere wagen. Wir wagten sie auch. Wir wollten keine Angst haben vor den Leuten. Wir wollten nicht lügen. Aber als wir sahen, dass wir die Angst nur verschwiegen, hassten wir einander. Unsere andere Welt dauerte nicht lang. Wir kehrten über die Grenzen zurück, wo wir herkamen, als wir jung waren. Wie du. Verstehst du, was ich sage? Nein. Nein! Nein! Warum küssen Sie mich? Ich wollte immer, ich hätte Vater und Mutter nicht gekannt.
Kein Mensch, wenn er die Welt sieht, die sie ihm hinterlassen, versteht seine Eltern. Ich gehe. Ich gehe. Leb wohl. Ich verstehe mehr, als er meint, Hochwürden. Er hat die Signora geliebt. Aber mich hat er geheiratet, weil ich eine Andorranerin bin. Er hat uns alle verraten. Aber den André vor allem. Sagen Sie nichts, Hochwürden. Bitte. Sie haben eine schwere Aufgabe in diesem Hause. Hochwürden haben unserem André erklärt, was das ist. Ein Jud. Und dass er es annehmen soll. Nun hat er es angenommen. Nun müssen Hochwürden ihm sagen, was ein Andorraner ist. Und dass er es annehmen soll. Ist das ein Topaz? Oder was kann das sein? Jetzt lass uns allein. Gott steh Ihnen bei, Pater Benedikt. André, wir sollen sprechen miteinander. Sie wollen mir sagen, man soll halt nicht zu einem Soldaten gehen und ihm die Mütze vom Kopf hauen. Und doch bin ich froh, dass ich es getan habe. Ich habe etwas gelernt dabei, auch wenn es mir nichts nützt. Überhaupt vergeht seit unserem Gespräch kein Tag mehr, ohne dass ich etwas lerne, was mir nichts nützt, Hochwürden. Ebenso wenig wie Ihre guten Worte. Und darum werde ich jetzt auswandern, sofern es mir gelingt. Und dieser Ring wird mir helfen. Was ist das für ein Ring? Den hat sie mir geschenkt. Sie ist eine fantastische Frau. André. Sie sind so feierlich. Ich bin gekommen, um dich zu erlösen. Ich höre. Oh, ich habe nichts gewusst davon, als wir das letzte Mal miteinander redeten. Er habe ein Judenkind gerettet, so hieß es seit Jahr und Tag. Das ist doch eine christliche Tat, warum sollte ich nicht daran glauben? Aber jetzt, André, ist deine Mutter gekommen, die... Wer ist gekommen? Signora. André, du bist kein Jud. Glaubst mir wohl nicht, was ich dir sage? Hochwürden, das fühlt man. Was fühlt man? Ob man Jud ist oder nicht. Ja, hast du denn nicht gehört, was ich dir gesagt habe? Du bist sein Sohn, André. Das ist die Wahrheit. Wie viele Wahrheiten habt ihr? Das könnt ihr nicht machen mit mir. Ja, warum glaubst du uns denn nicht? Euch hab ich ausgeglaubt! Was ist denn los? Seit ich höre, hat man mir gesagt, ich bin anders. Und ich habe geachtet drauf, ob es so ist, was Sie sagen. Und es ist so, Hochwürden. Ich bin anders. Ich wollte es nicht wahrhaben, was Sie mir sagten. Aber es ist so. Ich fühle nicht wie Sie. Ich habe keine Heimat. Hochwürden haben gesagt, man muss das annehmen. Und ich hab's angenommen. Jetzt ist es an euch, euren Jud anzunehmen. Ich will nicht Vater noch Mutter haben, damit ihr Tod nicht über mich komme und mein Tod nicht über sie und keine Schwester und keine Braut. Bald wird alles zerrissen. Da hilft kein Schwur und nicht unsere Treue. Ich möchte, dass es bald geschieht.
Ich bin alt! Meine Zuversicht ist ausgefallen, eine um die andere wie Zähne. Ich möchte tot sein, aber mir graut vor dem Sterben. Es gibt keine Gnade. André, du versündigst dich. Sie wissen heute schon, was Sie tun werden, Hochwürden. Wenn Sie mich holen, vor Ihren guten Augen, Sie werden beten. Für mich und für sich. Aber Ihr Gebet hilft nicht einmal Ihnen. Sie werden trotzdem ein Verräter. Gnade ist nur ein ewiges Gerücht. Die Sonne scheint grün in den Bäumen, auch wenn Sie mich holen. Was ist denn geschehen? So reden Sie doch. Sie ist tot. Die Signora. Wie ist das geschehen? Mit einem Stein. Wer? André, sagen Sie. Der Wirt habe es mit eigenen Augen gesehen. Er war hier. Er war hier! Sie sind mein Zeuge! Man sieht mich überall. Ich weiß, sie soll mich sehen. Ich habe den Stein nicht geworfen. Kein Andorraner hat etwas zu fürchten. Alle Läden herunter. Jede Tür zu. Es gibt nur noch Hunde und Katzen in eurem schneeweißen Andorra. Warum soll ich mich verstecken? Ich habe den Stein nicht geworfen. Sie kommen. Alle, die es mit eigenen Augen gesehen haben, sollen sie aus ihren Häusern kommen, wenn sie es wagen. Und mit dem Finger zeigen auf mich. Es ist aus! Du sollst kein Gewehr tragen. Hast du es nicht gehört? Es ist aus! Wir suchen dich die ganze Nacht. Wo ist Pablin? Ich war drüben im Wald. Was soll ich im Wald? André, die Schwarzen sind da, hier kannst du nicht bleiben. Wo kann ich bleiben? Das ist Unsinn, was du tust. Ich hab den Stein nicht geworfen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt geschieht. Das blaue Wunder. Was? Lieber tot als untertan. Wovon sprichst du? Von eurer Kapitulation. Bravo! Bravo! Du bist der Letzte mit deinem Gewehr. Lumpenhunde, Feiglinge. Kein Andorraner hat etwas zu fürchten. Mein Sohn. Ich bin nicht dein Sohn. Was soll ich tun, damit du es glaubst? Was noch? Ich sage es ihm, wo ich gehe und stehe. Ich hab's den Kindern in der Schule gesagt, dass du mein Sohn bist. Was noch? Soll ich mich aufhängen, damit du's glaubst? Woher haben Sie diese Fahnen? Jetzt brauchen Sie nur noch einen Sündenbock. Komm, nach Hause. Was du getan hast, tut kein Vater. Ein Andorraner, sagen Sie, hat nichts mit einer von drüben. Und schon gar nicht ein Kind. Ich hatte Angst vor ihnen. Angst vor Andorra, weil ich feig war. Es war leichter, damals ein Judenkind zu haben. Es war rühmlich. Sie haben dich gestreichelt. Im Anfang haben sie dich gestreichelt. Denn es schmeichelte ihnen, dass sie nicht sind wie diese da drüben. Du mit deiner Unschuld. Ja, du hast den Stein nicht geworfen. Sag es noch mal, du hast den Stein nicht geworfen. Sieh mich an wie ein Jud. Aber du bist doch mein Sohn.
Er ist mein Sohn! 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 Es hat keinen Zweck. Ich weiß, wer meine Vorfahren sind. Tausende und Hunderttausende sind gestorben am Pfahl. Ihr Schicksal ist mein Schicksal. Aber das verstehst du nicht, weil du kein Jud bist. Lass mich allein. Lass mich allein! Mit dem Gewehr. Befehl ist Befehl. Kein Andorraner hat etwas zu fürchten. Lumpenhunde. Feiglinge. Mann! Ja! Mein Sohn! Was war das? Male geschlafen mit ihm. André? Ich frage, ob du viele Male mit ihm geschlafen hast. Während ich hier auf deiner Schwelle hockte und redete von unserer Flucht. Brusthaar wie ein Affe. Aufhören! Ein Kerl! Hast du viele Male geschlafen mit ihm? Also, wovon sollen wir reden in dieser Nacht? Ich will ja bloß wissen, ob es viele Male war. So will ich das eigentlich wissen. Was geht es mich an? Bloß um noch einmal ein Gefühl für dich zu haben. So ist dir alles gar nicht. Du bist ungerecht. So ungerecht. Ich weiß nicht, wo die mich suchen. Ich werde mich entschuldigen, wenn sie kommen. Ich werde mich entschuldigen. Ich frage nur bloß, weil du meine Braut warst. Wenn die wissen, ich bin im Haus und die finden einen nicht, dann zünden sie das Haus an, das ist bekannt. Und warten unten in der Gasse, bis der Jud durchs Fenster springt. Ich bleib bei dir. Komm in meine Kammer. Niemand weiß, dass hier noch eine Kammer ist. Heider. Kopf in deinem Schoß. Erinnerst du dich? Das hört ja nicht auf. Mein Kopf in deinem Schoß. War ich euch nicht im Weg? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich habe es nicht einmal gespürt, wenn er in deinem Schoß war. Dein Haar in seinen Händen. Ich bin nicht dein Bruder.
Da hilft keine Lüge. Küss mich. André. Küss mich. Du hast den Verstand verloren. Steh dich aus. Psst, küss mich. Psst. Küss mich. Lösch die Kerze. Komm. Küss mich. Nein. Was ist anders mit der Nana, hä? Sag's. Na los. Einer mehr oder weniger zier dich nicht. Was ist anders mit mir? Sag's! Du bist mein Bruder. Komm, Schwester, jetzt komm. Lass mich. Ich will dich. Jetzt doch nie will ich dich, Schwester. Du bist ja wahnsinnig. Hast du gehört? Nein. Nein, nein. Vater unser, der du bist. Das ist nicht gut. Vater unser, der du bist. Das ist nicht gut. Vater unser. Wenn Sie mich finden bei dir. Vater unser, das ist nicht gut. Schnell. Vater unser, der denk an dein Haar. Wo ist er? Wer? Unser Jud. Es gibt keinen Jud. Wo ist er? Du. Ja. Ich verstehe dich. Aufmachen. Aufmachen! Er ist mein Bruder. Du bist mein Bruder. Er ist mein Bruder. Du bist mein Bruder. Vorwärts. Er ist mein Bruder. Judenhure! Wo bleibt der Pater in dieser Stunde? Ihr betet wohl für den Jud? Der Pater weiß die Wahrheit. Bürger von Andorra. Die Judenschau ist eine Maßnahme zum Schutze der Bevölkerung in befreiten Gebieten. Verstanden? Wenn der Judenschauer da ist, wird kein Wort geredet. Ist das klar? Wenn einmal gepfiffen wird, stehen bleiben auf der Stelle, sonst wird geschossen. Verstanden? Achtungsstellung wird nicht verlangt. Wer kein Jud ist, ist frei. Das heißt, er geht. Ist das klar? Achtung, Ruhe! Du doch nicht, du Idiot, hau ab! Na los, vorwärts, los, ihr sollt über den Platz gehen, wie gewöhnlich. Weiter. Was soll das? Sag's ihm. Kein Andorraner geht über den Platz. Kein Widerstand. Keiner von uns. Das ist doch Wahnsinn. Sag's ihm. Sollte das mal. Heiße Prada. Weiter. Wer hat mir das Bein gestellt? Niemand. Weiter, sag ich.
vorbei ist, nimmt sofort seine Schuhe. Muss man euch denn alles sagen? Herrgott, nochmal, wie in einem Kindergarten. Jemand hat mir das Bein gestellt. Niemand! Die Tücher werden zusammengefaltet. Hoheitszeichen rechts oben, hierher gelegt. Ich bin der Amtsarzt. Ich bin der Amtsarzt. Ich bin der Amtsarzt. Das ist schon gut, jetzt nehmen Sie Ihre Schuhe. Gar nicht sehen, wenn ich ein Tuch über dem Kopf habe. Das bin ich nicht gewohnt. Wie soll ich gehen, wenn ich den Boden nicht sehe? Wo sind meine Schuhe? Jemand hat meine Schuhe genommen. Ich gehe nicht ohne meine Schuhe. Jetzt machen Sie keine Krämpfe. Sprechen Sie anständig mit mir. Ich lasse mir diesen Tonfall nicht gefallen. Ich mache keine Krämpfe. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Meine Schuhe. Ich hab sie. Ich hab sie. Wie ist das mit dem Hoheitszeichen? Rechts oben und dahin. Tuch ab, Jud. Hörst du nicht? Tuch ab. Lachen. Lauter. Wenn das kein Judenlachen ist. Lauter. Hau ab, Mensch. Der irrt sich nicht, das habe ich gesagt. Der irrt sich nie, der hat den Blick. Ich bin der Wirt. Ich bin der Wirt. Ich bin der Wirt! Jetzt scheißen Sie sich nicht in die Hose. André. Tuch ab, Jud. Es hilft dir nichts. Er ist mein Sohn. Ich sag die Wahrheit. Ist er dein Sohn? Nein. Hört ihr's? Aber André ist der Sohn von meinem Mann. Sie soll's beweisen. Das ist wahr. Das ist wahr. Das ist wahr. Und André hat den Stein nicht geworfen. Das weiß ich, denn André war zu Hause, als das geschehen ist. Das schwöre ich. Ich war selbst zu Hause. Das weiß ich und das schwöre ich bei Gott, dem Allmächtigen, der unser Richter ist in Ewigkeit. Er lügt! Lasst ihn frei! Lasst Ruhe! Judengeld! Der irrt sich nicht. Was habt ihr anderes in euren Taschen? Warum schweigst du? Lass ihn los! Lass ihn los!
Woher ist dieser Ring? Wertsachen hat er auch. Gib den Ring her. Nein, nicht den Ring. Gib den Ring her. Nein, nicht den Ring. Ich will den Ring haben. Nein, bitte nicht den Ring. Gut, dann breche ich dir den Finger. Ich soll uns in Ruhe lassen. Nochmal. Bartlin, das ist nicht das Haus deines Vaters. Das hat keinen Sinn! Ihr Vater hat sich im Schulzimmer erhängt. Sie hat den Verstand verloren. Hier sind noch seine Schuhe. Überall. Er kennt mich nicht. Hm? Wer ist denn die? Ich bin die Judenhure, Barblin. Ist gut, hau ab, verschwinde, ja? Wo hast du meinen Bruder hingebracht? Was? Jetzt ist aber nur weg genug, Mensch. Schafft sie doch weg! Ich habe alles versucht! Wo bist du gewesen, als sie unseren Bruder weggebracht haben? Vater ist tot! Weiß. Hey, du, lass das! Das sind meine Tische! Meine Tische! Wahnsinnig, ja, bist meine du, dass ich so rufe? Bist du verrückt? Unsere Tische! Weiß! Ein Schneeweiß, der Dumme! Weiß! Schneeweiß! Barblin! Hörst du mich? Ich bin es! Der Pater Benedikt! Weiß. Mörder, Schneeweiß. Ein schneeweißes Andorra. Weiß. Schneeweiß. Ha ha ha!